Charlie, wenn selbst du mal sprachlos bist, ist an der Sache etwa was dran? Habe ich eine Schwester? Was? Nein. Ich wundere mich nur, dass Arno so etwas schreibt. Olli, weshalb solltest du eine Schwester haben? Das ist doch Unsinn. Charlie! Ich frage ihn einfach selbst. Nein, nein. Das Wasser ist brühheiß! Komm, wir sprechen draußen. Das heißt also, Arno hatte einen Aussetzer, als er mir den Brief geschrieben hat. Ja, deshalb wollte ich auch nicht vor ihm mit dir darüber sprechen. Es hat heute Nachmittag angefangen. Du erinnerst dich doch, als wir hier auf der Stufe gesessen sind und ich so verzweifelt war. Als du gemeint hast, dass er ständig von seinem Tod erzählt. Mhm. Andi, noch einmal Arno hier. Bitte, Junge, es ist dringend, melde dich bitte, so schnell wie möglich. Dieser Brief, der ist ganz klar an mich adressiert. Irgendwas sagt mir, dass er genau gewusst hat, was er da schreibt. Was soll denn das für eine mysteriöse Schwester sein? Wenn deine Eltern nach dir noch ein Kind bekommen hätten, na, das hättest du wahrscheinlich mitbekommen, oder? Vielleicht haben sie es ja vor mir bekommen. Und warum sollten sie es vor dir verheimlichen? Und wieso weiß ausgerechnet Arno davon? Und ich nicht, deine Tante? Wahrscheinlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Und jetzt vernichten wir diesen Unsinn einfach. Charlie, der Brief ist für mich. Ich will den gern behalten. Also, Olli, wenn du unbedingt ein Zeichen von Arnos Verwirrung zur Erinnerung behalten möchtest, bitte. Wo bleibt der Penner denn? Ach, hast du dich doch gerade gefragt, oder? Na ja, nach einer Stunde Verspätung. Wahrscheinlich hast du noch ein bisschen mit dem Heizungsmonteur rumgeflirtet. Heizungsmonteur? Hast du mein SMS gar nicht bekommen? Jessica hat sich an die Heizung gekettet. Okay, eigentlich sollte mich bei ihr ja gar nichts mehr wundern, aber warum? Ja, das ist ihr persönlicher Anti-Trennungsstreik wegen Daniel. Und der hat mal einfach die Heizung abmontiert. Ich dachte, deswegen wärst du zu spät. Arno will sich von dir verabschieden? Lies weiter. Und du hast eine Schwester? Ich habe den Brief neben Müll gefunden. Ich habe sofort Charlie drauf angehauen, aber die behauptet, Arno hat ihn während eines Aussetzers geschrieben. Aber bevor sie das gesagt hat, da war sie erstmal sprachlos. Das für mindestens 10 Sekunden. Ach, du glaubst, was hier steht? Ich habe keine Ahnung, was ich glauben soll. Ich kenne meine Tante. Charlie hat eben total überreagiert. Als ich ihr den Brief am Ende nicht geben wollte, da wurde sie richtig zickig. Charlie kümmert sich um Arno. Und sie bekommt die ganze Zeit mit, dass er immer verwirrter wird. Wir beide können uns überhaupt nicht vorstellen, wie schwer das für sie ist. Geschenkt. Und jetzt fängt er auch noch an, Briefe zu schreiben, wo er sich von allen verabschiedet. Und du glaubst das auch noch alles. Aber warum soll ich es denn auch nicht glauben? Hier, klingt das für dich total daneben? Alle, die davon wissen, hatten gute Gründe zu schweigen. Aber ich finde, du hast das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ja, und ich finde das ziemlich spooky. Was aber nicht heißt, dass er sich alles nur ausgedacht hat. Dann, Christian, kennst du das nicht, dass du irgendwas erfährst und irgendwas sagt dir, dass es wahr ist? Doch. Das nennt man Intuition und das haben Frauen eigentlich besser drauf. Nee, du brauchst überhaupt keine Schwester. Die weibliche Seite hast du total in dir integriert. Ah, Olli, du bist. Ich habe Leon im Team erwartet, aber komm rein. Danke. Charlie ist noch im Bad. Sicher gleich fertig. Olli. Ist Andi noch drüben? Ich müsste ihn dringend sprechen. Ich versuche es seit Tagen, aber... Der ist schon auf dem Bau.
Und ehrlich gesagt, ich wollte zu dir. Geht's dir heute gut? Ich habe meine Gehirnzellen momentan beisammen, wenn du das meinst. Arno, das hier habe ich gestern auf dem Flur gefunden. Charlie wollte es entsorgen. Du verstehst sicher, dass mich das Ganze ziemlich durcheinander gebracht hat. Hallo, Olli. Habe ich doch richtig gehört. Was ist los? Olli zeigt mir gerade diesen Brief, den ich wohl offensichtlich gestern geschrieben haben muss. Ja, ich habe ihm doch schon erzählt, wie das zustande gekommen ist. Ja, Charlie hat gesagt, du hast den Brief während eines Aussetzers geschrieben. Wäre ich beim Lesen gar nicht drauf gekommen. Ja, aber so muss es wohl gewesen sein. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, was gestern Nachmittag alles passiert ist. Seltsam. Ja, ich glaube, wir müssen uns auf Charlie verlassen. Sie ist mein wandelndes Gedächtnis. Also weißt du nichts von einer mir unbekannten Schwester? Olli, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn. Bitte. Hallo, hereinspaziert. Hey. Hallo. Wir haben uns mit letzter Kraft. Mit letzter Kraft haben wir uns hierher geschleppt. Er meint damit, wir wären fast verhungert. Schätzt euch schon. Entschuldigung, ja? Schönen Tag. Na, endlich! Dir ist schon klar, dass ich auch noch einen Job habe? Dass Hagen eh schon total komisch drauf ist wegen der Trennung von Dana? Ich war bei Arno. Und? Hat er dir bestätigt, dass du noch eine Schwester hast? Nicht wirklich. Olli, wenn du mich mit einer Not-SMS von der Arbeit holst, dann sollte es schon wichtig sein. Ich habe Arno den Brief gezeigt. Erst wusste ich nicht, ob er wirklich keine Ahnung hat. Aber dann wollte er mir antworten. Und genau in dem Moment kam Charlie rein und hat ihren Todesblick. Todesblick? Ja, diesen noch ein Wort und ich bring dich um, Blick. Meinst du es ernst? Och, Christian, ich kenne die beiden. Die haben ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat mit meiner Schwester zu tun. Ach, du meinst die Schwester, die bis jetzt noch gar nicht existiert? Christian! Also gut. Gehen wir mal rein theoretisch davon aus, dass irgendwas an dieser Sache dran ist, ja? Dann solltest du doch eigentlich die Person fragen, die es am besten wissen müsste. Ja, deine Mutter, du Blitzmerker. Ja, das ist mir schon klar. Mann, die haben mir mein Leben lang nichts gesagt. Warum sollten sie es jetzt tun, hä? Hast du eine bessere Idee? Außer mir ein bisschen auf die Nerven zu gehen? Sabel? Mama, du... Ja, mir geht's gut. Danke, dass du zurückrufst. Ja, Charlie geht's auch gut. Ja, Christian auch. Du, Mama, hör mal, ich wollte dich nur was fragen. Ich wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Ja, das ist alles. Na, mir geht's wirklich gut. Du, Mama, ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder, ja? Ciao. Du wolltest nur fragen, ob es ihr gut geht? Diese ganze Geschichte, das ist so absurd. Wie soll ich sie denn darauf ansprechen? Du, Mama, entschuldige. Kann es sein, dass ihr vergessen habt, mir zu sagen, dass ich eine Schwester habe? Du hättest es ja vielleicht ein bisschen blumiger formulieren können. Wenn meine Familie mir jahrelang eine Schwester verheimlicht hätte, inklusive Charlie und Arno, das wäre so krass, wenn die mir mein Leben lang was vorgemacht hätten. Dann hatten sie bestimmt einen guten Grund dazu. Soll das bitte für ein Grund sein? Keine Ahnung. Aber wenn es eine Person gibt, die dir diese Frage beantworten kann, dann ist es deine Mutter. Du hast eine Schwester. Ist ja wohl eindeutig. Und wenn Charlie doch die Wahrheit gesagt hat und Arno den Brief einfach in einem sehr verwirrten Zustand geschrieben hat? Das glaube ich nicht. Und jetzt? Ich fange Arno noch mal ab. Wenn Charlie nicht dabei ist und ihn nicht mit ihrem Todesblick hypnotisieren kann.
Kleiner Junge! Ja. Arno! Liebe Charlie, wahrscheinlich tapperst du mal wieder schlaflos durch die Wohnung und suchst mich. Ich erfülle mir einen kleinen Wunsch von meiner Liste. Mach dir keine Sorgen. Spätestens zu deinem geliebten Kaffee bin ich wieder zurück. Arno, Arno, hör sofort auf, dich zu verabschieden, hörst du? Charlie, hör sofort auf, dich in alles einzumischen. Thank you.
Sohn. Was soll ich denn ohne dich machen?